Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu meinem nächsten Video. Endlich ist es soweit, heute beginnen wir mit der Praxis. Das Thema ist heute Balayage und Hairpainting. Ich werde euch zeigen, wie ich das mache, was die wichtigen Punkte sind, auf die ihr aufpassen müsst. Und ihr werdet mich danach nicht mehr sehen, sondern nur noch hören. Wichtig ist es, dass ihr die Haare der Puppe seht und die komplette Technik. Habt viel Spaß und bis nachher. So, fangen wir mal an. Das erste, das allerwichtigste, ist einmal das Produkt. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich mir Blondierung zusammengemischt. Bei dem Hairpainting oder dem Balayage ist es ganz wichtig, was für ein Produkt ihr verwendet. Wir unterscheiden hier, ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber wir brauchen einen Clay Lightener. Clay heißt einfach ein Produkt, das besser in den Haaren haftet. Also es sind Produkte, die extra wirklich für Balayage und Freihandtechniken entwickelt wurden. Wenn ihr das mit normaler Blondierung macht, ist es wichtig, dass eure Konsistenz eher eine dicke ist. Also ich würde sagen, vielleicht könnt ihr das hier erkennen. Es bleibt auf meinem Schneebesen festdicken, weil die Konsistenz nicht zu sehr tröpfelt. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen, weil ihr auch vom Produkt her einfach eine gute Kraft braucht. Ich glaube, braucht es im Produkt ein gutes Gefühl. Ja. Vergesst nicht, dass in der Blondierung ist es nicht der H2O2, der die Haare auffällt, sondern das Blondierpulver. Ja, also es geht eher, wichtig ist, dass genug Blondierpulver da ist. Und der H2O2 ist aber nicht wichtig. Das Mischverhältnis wäre fast 1 zu 1 in dem Fall. Oder 1 zu 1,5 circa. Was noch ganz wichtig ist, ist, dass Freihand, wenn ich eine Freihandtechnik mache, ist mein H2O2 zwischen 9 und 12%. Alles, was niedriger ist, funktioniert natürlich auch. Ja. Aber ihr müsst euch im Klaren sein, ihr müsst vorher gut überlegen, wie viel Helligkeit brauche ich. Ja. Wenn ich schon mit so viel H2O2 arbeite, heißt das für mich schon, dass es nicht für jedes Haar wirklich anwendbar ist. Ja. Man muss vorher abschätzen, okay, können das die Haare aushalten, was für eine Struktur habe ich, wie wird das sein. Weil oft brauchen wir in diesen Techniken wirklich Helligkeit. Ja. Das heißt, meine Konsistenz von dem Produkt ist eine, die wirklich eher dicker ist. Das wäre mal das Produkt. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, mit was ich dann genau arbeite. Mittlerweile gibt es das Painting, das Balayage wird auch mit den Händen gemacht, mit den Fingern, mit Schwämmen und so weiter. Ich habe hier einen Painting-Pinsel. Oft sind diese Pinsel auch ein bisschen schräg. Das ist von Firma zu Firma verschieden. Also manchmal sind sie eher so schräg. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass ihr euch ausprobiert. Ihr müsst probieren, welcher Pinsel euch in der Hand liegt. Bitte unterschätzt das Werkzeug nicht. Das Werkzeug ist sehr, sehr wichtig. Der hier ist von Paul Mitchell. Wichtig ist, dass die Pinsel auch immer sehr sauber gewaschen und gehalten werden. Dass sie nicht wirklich so links und rechts irgendwie federn, weil euch das Flecken machen wird. Ja. Diese Painting-Pinsel sind meistens sehr fein, manchmal haben sie etwas längere Borsten, manchmal etwas kürzere. Ihr müsst euch da wirklich ausprobieren. Das ist, ich habe mich wirklich schon durch wirklich hunderte von Pinseln probiert. Bevor ihr wirklich zu painten beginnt, überlegt euch, wie soll mein Ergebnis aussehen? Wie soll das Aufgehellte aussehen? Wenn ich flächig arbeite und ich habe längere Haare und ich muss eine größere Fläche aufhellen, verwende ich solche Pinsel nicht, ja. Dann kommen für mich nur solche Pinsel in Frage, ja. Ihr werdet das vielleicht lachen, das ist eher so Baumarktpinsel. Aber weil ich einfach hier viel schneller bin und mehr Kontrolle in der Hand habe als mit so einem Pinsel, ja. Ich werde euch dann gleich auch den Unterschied zeigen, wie das dann auch wirkt. Das sind mal die wichtigen Dinge, bevor ihr überhaupt anfängt. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen meine Seiten abgeteilt. Das nächste, was extrem wichtig ist, sind meine Abteilungen. Vermeidet horizontale Abteilungen. Schaut immer, dass ihr eher diagonal arbeitet. Also immer, umso diagonaler, umso fließender und weicher wird das Painting. Ich mache mir jetzt mal ganz kurz hier meine Abteilung. So, die Möglichkeiten beim Hairpainting, ich drehe mal die Puppe zu euch, dass ihr das gut sehen könnt, ist folgende. Ich kann es mir, wenn ich den Ansatz unten jetzt painten will, diagonal abteilen und werde im V so wirklich painten.
möchte ich noch mehr Struktur, das heißt noch mehr Höhe und Tiefe, mache ich meine Abteilung auch diagonal, aber mehr in einem Zickzack. Warum? Weil ich durch dieses Zickzack noch mehr die Höhe und Tiefe, noch mehr der Höhe und Tiefe Unterschied geben kann. Ja, das ist ganz wichtig. Ich beginne jetzt einmal so wie mit dem ersten, was ich euch gesagt habe. Diagonal. Die nächste Sache ist, macht euch Gedanken darüber, wie dick sind meine Abteilungen. Ihr müsst euch eines vorstellen, wenn wir Freihand painten, ist es so, dass das Produkt auf den Haaren haftet. Meistens auch geben wir hier keine Folie drüber, wenn nur Frischhaltefolie. Das heißt ganz einfach, dass sehr sauber gearbeitet werden muss. Umso dicker meine Strähne ist, umso weniger Aufhellungskraft habe ich. Ja? Ihr müsstet da wirklich sehr im Klaren sein und überlegen, okay, wie dick werden meine Abteilungen. Trotzdem dürfen sie auch nicht zu fein sein, weil ich brauche auch ein bisschen Zug und Spannung. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig bei dieser Technik. Ich habe gelernt, dass wenn ich Freihand painte, ich mir überlegen muss, okay, wo möchte ich, dass die Haare aufgehellt werden? Denn dort, wo ich das Produkt platziere, dort werden meine Haare aufgehellt. Ja? Das nächste, was wichtig ist, das Auftragen des Produktes muss überall gleichmäßig sein. Ich sehe oft Friseure, ich zeige euch das jetzt einmal, verwende jetzt diesen Pinsel. Das nächste ist, mein Pinsel muss immer sehr sauber sein. Ja? Das heißt, entweder ich nehme mir ein bisschen Produkt, trage es kurz auf meine Hand auf, oder ich verwende Paletten, also ich sage immer dazu eine Palette, also so ein Board eigentlich. Und kann mir das Produkt auch hier auftragen und kann es mir dann hier verteilen, so viel ich brauche. Ihr müsst einfach sehen, wie und mit was ihr besser zurechtkommt. Ja? So. Wichtig ist, haltet das Passé nicht zu weit unten, dann habt ihr nicht genug Kontrolle. Schaut, dass ihr das Passé wirklich fest in diesem Bereich spannt. Ich mache das immer so, dass ich in der Mitte circa nehme und einmal drüber spanne. Ja? Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Den Fehler, den ich zeige euch mal die Fehler, die viele Friseure machen, ist, sie fangen an haben dann irgendwo mehr, irgendwo weniger Produkt. Und belassen das dann, denken, dass das hier ausreicht. Okay. Wenn ihr das so macht, ja, wird das Painting nicht gut. Ich sage euch jetzt auch warum. Wir haben hier überall viel zu verschieden die Blondierung aufgetragen. Hier mal weniger, dann mal mehr, dann wieder weniger. Denn so wie du die Blondierung platzierst, so wird die Strähne aufgehellt. Das hier ergibt Flecken. Ja? Ich zeige euch jetzt mal, wie es denn richtig wäre. Wichtig, ein sauberer Pinsel. Wenn wir beginnen, beginnen wir zuerst da, wo es denn am hellsten sein soll. Das heißt, hier, wie von der Sonne aufgehellt, sind meine hellsten Punkte. Ich beginne nicht gleich oben zu malen. Warum? Weil wenn ich hier oben beginne, habe ich gleich das meiste Produkt oben. Das heißt, ich beginne im unteren Bereich. Nehme mir dann diese Strähne fest in die Hand. Die Position meines Pinsels, umso feiner ich arbeiten möchte, umso mehr muss ich den Pinsel nach oben kippen. Ja? Denn ich muss mir vorher überlegen, mit welcher Kante mache ich das Painting. Das ist ganz wichtig, deswegen müsst ihr euch wirklich ein gutes Werkzeug aussuchen. Ja? Wenn ich jetzt weiter nach oben gehe, schaue ich, dass ich meinen Pinsel nach oben kippe
und meine Blondierung platziere. Ich schaue, dass ich nicht zu viel hin und her verschmiere, das Produkt wieder verschmiere. Ja? So, jetzt ist die andere Seite. Ich bin Rechtshänderin. Ja? Entweder ich arbeite jetzt so oder ich versuche, es von der Seite zu machen. Was mache ich jetzt? Ich platziere mir die Blondierung, das Produkt hier. Umso weiter nach oben ich komme, umso mehr kippe ich nach oben, damit ich feiner werde. Kippe ich mir den Pinsel nach oben und schaue, dass ich das Produkt platziere, anstatt es wegzuwischen. Ja. Deswegen sind diese Clay-Lightener sehr, sehr gut. Die bleiben nämlich gleich picken und haften. So, und ich muss Kontrolle haben über mein komplettes Passé. Überall, vielleicht könnt ihr das sehen, muss genug Produkt aufgetragen sein. So, die nächste Sache, die ich mir jetzt überlegen muss, okay. Wenn ich jetzt die Spitzen mache, ich kann sie jetzt auf meiner Hand machen, ich kann dazu natürlich, was noch ästhetischer wäre, mir Boards, mit einem Board arbeiten. Wenn ich jetzt nur die Oberfläche von hier mache, was passiert? Auf der Seite, seht ihr das? Durchs Greifen habe ich schon Flecken. Achtet auf diese Dinge. Diese Dinge sind sehr, 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 sehr wichtig. Um wirklich komplette Kontrolle und Helligkeit zu haben, gehe ich jetzt hier mit meinen Händen rein. Ja? Freihandtechniken, Balayage, sind sehr, sehr, sehr fragile Techniken. Die müssen geübt, geübt, geübt werden. Ja? Und ihr müsst immer sehen, was passiert mit den Haaren, die ich aufhelle. Ja? So. Ich schaue, dass ich das Produkt auch auf der anderen Seite verteile. Denn manchmal habe ich Kundinnen, die möchten zwar ein Balayage haben, aber die möchten auch in der Kontur hier schon helle Effekte haben. Das heißt, ich muss mich darauf konzentrieren, dass ich auch in diesem Bereich arbeite. Was für mich heißt, ich hebe die Haare an und beginne auch auf dieser Seite zu painten. Ja. Und wieder, umso feiner ich, umso mehr hebe ich hier an in dem Bereich. Ja. Noch eine Sache, helft euch ein bisschen selber. Wenn ich jetzt diese Seite bearbeiten muss, was mache ich? Ich überziehe meine Strähne hinüber, damit ich viel Spannung habe. Ja. Also ich überziehe, ich lasse sie nicht so locker, weil dann wird das nichts. Ja. Ich tue sie auch nicht hier rauf, weil hier knicken mir die Haare ein. Also ich nehme mir das Passé, überziehe das Passé hinüber, damit ich wirklich überall schön Kontrolle habe. Sauberer Pinsel und platziere das Produkt. Okay. Wenn euch solche Dinge passieren, natürlich habt ihr gleich irgendwo ein bisschen was zum Abwischen. So. Durch mein Greifen habe ich im Produkt auch wieder weggetan. Das heißt, ich gehe nochmal hinein, kontrolliere, ob ich überall genug Produkt habe. Schau, dass ich es nicht wegwische. Also solche Techniken müssen wirklich, wirklich geübt werden. Das ist nicht einfach nur reinmal und that's it. Ja. Dann überlege ich mir auch natürlich, dieses V. Ich kann hier zum Beispiel auch, um noch mehr Struktur zu bekommen, eine Seite höher machen und die andere tiefer. Ja. Es halt, muss immer der Kundin, also dem Wunsch der Kundin angepasst werden. Das sind Dinge, die ihr euch vorher wirklich überlegen müsst. Ja. Das ist so eine vielfältige Technik, die so in vielen verschiedenen Arten und Weisen gemacht werden kann. Aber dafür, ich meine, ich bin ein Fan davon, weil ich einfach hier sehr, sehr kreativ arbeiten darf. Wir haben Leute, Friseure, die kreativ sind, die haben diese Technik sehr gerne. Aber es sind viele Punkte, die man einfach beachten muss. Ja? Ich würde jetzt normalerweise hier unten ein bisschen Folie, ein bisschen Watte drauf geben. Ja? Einfach, um das dann die Haut von der Blondierung zu schützen. Und würde dann mir dann auf den oberen Teil auch wieder ein bisschen Watte drauf tun. Ja? So, wichtig ist dann schauen, dass ich das wirklich nach unten ganz easy runterfallen lasse. Das wäre so das Klassische. Ja? Wenn ich jetzt dann weiter drauf gehe, am besten ist es, ihr arbeitet dann auch wirklich gleich parallel auf beiden Seiten. Also die und die Seite, damit ihr überall die gleiche Helligkeit habt. Ja? Einen Tipp gebe ich euch noch.
der wirklich für mich für alle Techniken gilt. Versucht in nächster Zeit, wenn ihr das mal macht, egal ob ihr jetzt Folienstränen macht oder eben freien Techniken, versucht euch immer wenig Produkt zu mischen. Ja? Warum? Es ist besser, mit weniger Produkt zu arbeiten und auch vielleicht mit dem H2O2 ein bisschen runterzugehen. Das heißt jetzt auch bei Foliensträhnen eher mit 3 oder 6% zu arbeiten, statt mit 9 oder noch vielleicht mit mehr, ich weiß nicht. Und öfter frisches Produkt zu mischen. Ja? Wenn ich jetzt mir viel Produkt mische und anfange zu arbeiten, habe ich hier wirklich die volle Zeit, wo mir die Blondierung einwirken kann. Wenn ich aber mit demselben Produkt dann anfange vorne zu arbeiten, wird das nichts. Ja, also das Produkt hat nicht mehr die Zeit, die es braucht, um sich zu entwickeln. Ja. Das heißt wirklich weniger Produkt und öfters mischen, damit ihr immer wirklich überall Kontrolle darüber habt, was ihr tut. Ja. Manche Friseure machen das auch so, sie geben jetzt hier Frischhaltefolie, wenn ich wirklich extrem viel Aufhellung brauche. Ja. Das ist aber halt eine Patzerei. Ich mache das meistens so, dass ich ein bisschen Watte drauf gebe und dann mit dem nächsten Passé gehe. Ja. So, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was ich euch vorher noch gesagt habe. Wenn ich dann, ich würde dann jetzt auf beiden Seiten parallel gehen. Ja? Würde 2 Passés so gehen und würde mir dann beim dritten Passé, weil hier der Kopf breiter wird, also wenn ich dann irgendwie dann oben bin, zeige ich euch mal ganz kurz, Hutlinie und auf der Seite. Ich muss natürlich jetzt mitdenken, wenn ich überall immer so im V gehe, was passiert? Ihr müsst euch überlegen, die Haare dann trocknen, habt ihr überall die extreme Helligkeit in den Spitzen. Ja? Nach oben hin bleibt die Kundin eher dunkel und hat nur ab und zu aufgehellte Strähnen. Wenn ihr das umgehen möchtet und eine Kundin habt, die mehr Effekt haben will und die mehr einfach hier in dem Bereich haben will, dann macht ihr das so, dass die ersten 2 sind parallel in den V. Wenn ihr dann breiter werdet, gehen sich hier mehrere Dinge aus. Ja? Das heißt, ich würde hier dann immer dazwischen einmal mit in der Mitte mit einem breiten beginnen. Was ich auch immer gerne mache, ja, ich überziehe mir die Passés gerne. Warum? Ihr müsst die Passés überziehen, vor allem wenn die Kundin viel Helligkeit braucht, damit ihr auch ein bisschen an diese Seiten kommt. Ja. Das sind extrem wichtige Dinge, wenn ihr dann wirklich beim Seitenbereich seid, hier. Ja, da muss ich mir wirklich die Passés nach oben überziehen, auf die Seite, damit ich überall wirklich gut ankomme. Ja. So. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Das heißt, ich beginne mit dem Auftragen des Produktes in diesem Bereich, da hier. Ich entscheide, ob ich das niedriger haben will oder höher, je nachdem, was ich möchte. Wichtig ist auch, dass ihr oft ein bisschen Unterschiede macht. Einmal höher, einmal tiefer, dass ihr wirklich nicht überall gleich plakativ seid. Das ist bei dieser Technik sehr, sehr wichtig. Ja? Ich überziehe jetzt meine Strähne, damit ich genug Kontrolle habe. Zuerst ist der Pinsel wirklich flach. Ich muss überall genug Produkt auftragen. Nach oben hin stelle ich den Pinsel ein bisschen auf. Ja. So, ich überziehe wieder zur anderen Seite. Ob ihr das jetzt so macht, wie ich es mache, oder so, das müsst ihr ausprobieren. Ihr müsst euch da wirklich ein bisschen durchs Üben ausprobieren, okay, wie ihr was möchtet. So, die nächste Möglichkeit ist, ich könnte mir euch in diesem Bereich jetzt ein bisschen hier das noch ein bisschen weicher machen, nach oben gehen. Ich sage, okay, ich möchte hier einen Punkt haben, der wirklich hell ist. Probiert es dann so zu machen. Ihr tragt euch Produkt auf und federt dann von unten nach oben. Ja? Einfach federn. Das müsst ihr ausprobieren, weil dann wird das hier auch alles mit einem weichen Übergang. Manche machen das so, dass sie ihre Finger benutzen und dann mit den Fingern ein bisschen arbeiten oder mit Schwämmen. Schaut, dass eure Übergänge wirklich, wirklich weich sind. Das ist wichtig. So, ich belasse jetzt die unterste Seite, damit ich euch wirklich mehr zeigen kann, damit ich keine Zeit verliere. Überall kontrollieren, ob ich genug Produkt aufgetragen habe. Ja? Das wäre jetzt so mein mittleres. Damit ich jetzt nicht überall zu plakativ werde,
gehe ich zu den Seiten und nehme mir ein viel feineres Passé. Ja, also von der Breite her meine ich. Hier hätte ich jetzt gerne, dass ich wirklich von der Seite, wenn die Kundin die Haare zumacht, dass ich hier wirklich auch ein paar hellere Effekte habe. Also ich muss mir immer die Haare ein bisschen ziehen durch die Haare zu den Seiten. Überlegt euch, okay, wenn ich jetzt hier mein Passé habe und das so platziere, wie wird das dann auch schon, wenn die Kundin einen Zopf macht? Ja? So, ich möchte von oben wirklich hier einen hellen Punkt. Was mache ich? Ich beginne wieder in dem Bereich, mein Produkt aufzutragen. Und gehe dann nur auf dieser Seite nach oben. Okay? Ich zeige euch das mal ganz kurz. So, wenn ich jetzt hier noch drauf gegangen wäre, ja, hätte sie wirklich über einen hellen Punkt. Aber ich will ein bisschen Höhe und Tiefe schaffen. Ich möchte, dass sie dazwischen auch wirklich noch ihre Haarfarbe hat. Deswegen bleibe ich bei diesem V hier auf dieser Seite eher unten. Ja. Und dasselbe mache ich dann auf der Seite. Schaut, dass ihr auch wirklich dazwischen auch Freiraum belässt, ja, auf beiden Seiten. Auf dieser Seite wieder dann, ja, haben wir jetzt nichts gemacht, aber damit sie, wie ihr seht, wichtig ist da wirklich zu schauen, okay, wenn ich das hier platziere, wie wird das ausschauen? Wie ist mein Haaransatz? Wie ist meine Wuchsrichtung? Wenn die Kunde sich einen Zopf macht, okay, von wo muss ich arbeiten? Wieder den Pinsel abstellen, um feiner zu werden. Ihr könnt diese Dinge dann auch ein bisschen unterteilen. Also ihr könnt dann wirklich auch ein bisschen, damit ihr wirklich seht, okay, wenn die Haare dann wirklich gekämmt sind, wie wird das aussehen? Wo sind meine Effekte? Wo brauche ich mehr? Wo brauche ich weniger? Wird das gut aussehen? Ja? Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Was ich euch jetzt noch ganz kurz zeigen möchte, ist, weil ich gesagt habe, wenn ich flächiger arbeiten will, wie es denn mit diesem Pinsel aussieht. Wann ich diesen, also ich verwende diesen Pinsel, wenn ich sage, okay, die Kundin, da geht es mir nicht viel um Detail, also da geht es mir nicht um diese Details, sondern geht es darum wirklich, dass sie einfach heller wird, ja, und dass ich jetzt nicht viel Zeit verliere mit diesem Pinsel, nehme ich mir dann einfach einen breiteren, es gibt sogar noch breitere als den, den ich euch gezeigt habe. Meine Abteilungen sind immer so, ja. Auf dieser Seite werde ich euch auch zeigen, wie das aussieht, wenn wir denn eine Zickzack-Abteilung machen, was dann passiert. Zickzack aber auch eher in Diagonalen. Ich beginne mal ganz kurz zuerst auf der Seite. Also wenn ich jetzt eine Kundin sage, okay, ich muss eher schneller arbeiten und ich werde eher flächiger arbeiten, dann kann meine Abteilung ruhig auch so sein. Ja. Produkt, viel Spannung. Ja. Wenn ich breitere Pinsel habe und ich möchte einfach trotzdem einen weichen Übergang haben, also ihr seht, ich komme hier einfach, viel mehr Fläche wird auf einmal aufgehellt, ja? Dann mache ich das so, deswegen sind diese Pinsel, muss ich sagen, sind aus dem Obi, aber sind super, sind toll, weil ich hier rückwärts federn kann. Diese Pinsel sind ein bisschen borstiger, das heißt, ich habe automatisch
weichere Übergänge. Seht ihr, könnt ihr das sehen, wie schön das aussieht? Hier kann es wieder nicht passieren, dass ich wirklich harte Übergänge habe. Also diese Pinsel kann ich euch nur empfehlen, probiert sie aus, wenn ihr flächiger arbeiten müsst. Ich kann auch einen Appell an viele Firmen sagen, die Pinsel herstellen. Stellt uns doch coole Pinsel her, die wirklich auch so sind. Die ein bisschen borstiger sind, die man auch für sowas verwenden kann. Framan, glaube ich, hat mittlerweile schon welche, aber ich habe es noch nicht geschafft, mir welche zu bestellen. Und wie gesagt, ich kann hier wirklich schon breiter und flächiger arbeiten. Und bin natürlich auch schneller. Wenn es aber zu Details geht, dann muss man schauen, dass man das feiner macht. So. Eine Sache noch. Mit dem Zickzack. Ich mache das immer so, dass wenn ich jetzt Zickzack arbeite, ich habe eine Zickzackabteilung, dann nehme ich mir das Passé so gerade und versuche das jetzt auch schon ein bisschen so zu wiederholen, so wie es in dem Bereich auch abgeteilt wurde. Das ist mein höchster Punkt, ja, und das mein niedrigster. Ich versuche das dann auch ein bisschen so zu verfolgen. Ja. Das heißt, ich gehe hier in dem Bereich am höchsten drauf, habe hier meinen mittelsten Punkt und hier das tiefste. Ja. Ganz wichtig, überall gut kontrollieren, ob überall genug Produkt aufgetragen ist. Ja. Sonst habt ihr keine Kontrolle und sonst habt ihr wirklich Flecken und das Balayage wird nicht gut. Also ganz wichtig. Diese Techniken, die ich euch jetzt gezeigt habe, werden alle ein anderes Ergebnis ergeben, wenn die Haare gewaschen und geföhnt sind. Ja. Damit das Video nicht allzu lange dauert, mir war es wichtig, euch das mal zu zeigen. In einem anderen Video zeige ich euch ein bisschen die Seitenbereiche und den Oberkopf, wie ich das mache. Ich möchte das nicht in ein Video packen, weil das auch extra erklärt werden muss. Bitte, bitte, wichtig ist, überlegt euch, wo sind meine hellen Punkte, wie möchte ich, dass es aussieht. Wie ihr auch schon seht, hier werde ich viel Struktur haben. Ich werde wirklich mal Effekte haben, die von oben verlaufen, dann eher in der Mitte und dann wieder ganz unten. Abteilungen sind das A und O. Das müsst ihr, müsst euch vorher visuell überlegen müssen können, wie soll das Ergebnis ausschauen. Und dementsprechend platziert ihr auch das Produkt dann auf die Haare. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich hoffe, ich könnte euch ein paar Inputs geben, was ihr vielleicht anders macht oder vielleicht auch so macht, was ihr ausprobieren könnt. Ich werde das natürlich waschenwärts füllen, damit ihr morgen auch das Ergebnis seht, wenn ich ein neues Video mache. Bis dahin, bleibt gesund und danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal. Und schreibt mir einfach, was ihr denkt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.